Okay, es geht weiter. Schild. Ach, bitte nicht. Weißt du, wo wir sind? In einer verflachten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Besonders schwer. Ach, das Zeug ist ekelhaft. Das meint ihr nicht ernst? Ja, nasses Fell ist das Schlimmste. Und das riecht. Rocket, bist du in Ordnung? Es reicht. Ich hasse Wasser. Ich hasse es, nass zu sein. Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden. Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Es ist merkwürdig, wieder hier zu sein. Alles, was mit dir zu tun hat, ist ein bisschen komisch hier im Wasser, ne? Nichts für ungut. Leute, wir sind auf Lamentis, Heimat der Priester von Parma. Noch mehr religiöse. Randbereich des Quid-Territoriums, große magellanische Wolke. Pazifisten, das ist ja noch schlimmer. Ich bin Groot. Du hast sie auf Nowhere gesehen? Woher kennst du diesen Ort? Ich war mal nach einem missglückten Job hier. Was war der Job? Es ging um meine Schwester. Das ist im Moment nicht wichtig. Wenn Drax glaubt, das hier sei der Planet der Matriarchin, stimmt etwas. Ich bin Groot. Das Dorf ist in dieser Richtung. Das sieht ja schon recht traumhaft aus, ne? Sag mir, dass wir keinen Ozean überqueren müssen. Nur Teil eines Ozeans. Sei nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Und woher weißt du, dass Drax nicht reingefallen ist? Mach dir keine Sorgen, Rocket. Wenn was passiert, springt Gamora dir hinterher. Ach ja? Ja? Ja, weil wir ein Team sind. Und Gamora ist die Beweglichste. Oh, dann ertrinke ich lieber. Wie sieht unser Plan aus, wenn wir Drax finden? Erst schießen, dann planen. Wir schießen. Alter, warum kann ich denn hier nicht hüpfen? Was ist denn das für ein Aber Scheiß? Aber auf Rocket hättest du geschossen? Genau, was soll der Mist, Quill? Okay. Jetzt ist Drax derjenige in Not und ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Wie wir alle. Verlogener Schurke! Wo ist sie? Wo ist die Matriarche? Wow, wow, wow! Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen. Rocket, hilf uns hier mal! Nicht dein Ernst. Hi, Leute! Mantis! Na, siehst du doch, ich hab doch gesagt, dann bauen wir hier, dass wir die Bier treffen. Hallo. Mantis? Wie hast du... Was? Ach das! Von Leysau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Oder bringt mir Omfer das erst noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was alles hätte klar. Ich da tun sollen? Ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht. Klar, oder? Wir erinnern uns nochmal an die Folge mit Nowhere, wo Mantis etwas ins Ohr geflüstert hat. Still im Dunkeln. Huckepack. Noch so eine von deinen Freunden, Quill. Oh, nein. Nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Okay. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Es könnte böse werden, aber nicht böser als in den Zukünften, die ich schon kenne. Denn die waren definitiv böse, sehr böse. Ihr wollt nicht wissen, wie böse. Könnte die vielleicht mal jemand übersetzen? Leben die da auf diesen Dingern da? Die Sache ist... Oder war,
Welchen Teil der Sache hatte ich schon erwähnt? Diese Gruselhöhle. Ach ja, die. Großes, starkes Herz trägt so tiefe Trauer in sich. In jeder Zukunft ist er der Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. Okay. So, da wären wir. Hier sind die Wurzeln der Kotati. Also, nur um das klarzustellen. Da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Ich fand das ganz interessant. Was waren noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten. Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab... Ich bin gut! Oder so. Wir sind drin! Sieht ja schon ein bisschen giftig aus, ne? Und wonach suchen wir nochmal hier drin? Sie weiß es nicht. Nach irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psycho-Tussi sagt? Sie ist keine Psycho. Gruselig. Ist wirklich gruselig hier. Ja, eher tödlich. Sind wir sicher? Nope. Vielleicht muss Drax sich nur ausschlafen. Erschienen. Ganz in Ordnung zu sein. Meine telepathische Kontrolle wird nicht anhalten. Nur die Freunde des... Doppelschlag! Das hätte ich beinahe nicht rechtzeitig gespürt. Denkt alle daran, dass wir wegen Drax hier sind. Allerdings wäre es einfacher, wenn wir eine Ahnung hätten, wonach wir suchen. Oh, natürlich. Es ist immer einfacher, wenn man... Das kann nicht verheißen. Also, okay. Weiß was, aber du weißt. Dieser Ort ist total instabil. Diese Frage alle umbringen. Oh nein, nicht alle. Nicht dieses Mal. Glaube ich. Noch mehr Wasser? Was ist bloß los mit diesem lausigen Planeten? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Er wird tödlich. Und kalt. Und nass. Bleibt einfach in Bewegung, sobald ihr drin seid. Updates. Komm schon, Rocket. Ein bisschen Wasser wird dir nicht schaden. Tod durch Ertrinken ist in Struppis Alternativzukünften durchaus häufig. Ich habe schon viele seiner letzten panischen Atemzüge gehört. Können wir nicht so einen Eisweg machen hier? Zu spät, ich hab's gehört. Okay. Okay, die Strömung ist vielleicht ein bisschen stärker, als ich dachte. Bleib in Bewegung, Peter! Ich bin sicher, ab jetzt wird's trockener. Oh, da irrst du dich gewaltig. Hü! Und hat! Mist! Das war ganz schön knapp. Dabei erwischt es Gamora manchmal. Das bezweifle ich. Na, komm, rüber, gibt's dir. Und hopp. Komm. Komm, komm. Put, 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 put. Schön zusammenbleiben. Hepp. Die Priester haben nie viel von diesen Höhlen erzählt. Oh, natürlich nicht. Es ist viel zu gefährlich hier unten. Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Mantis? Ich denke schon. Okay, rüberspringen können wir hier nicht. Wir müssen uns umsehen und einen anderen Weg finden. Ja, warte. Jetzt machen wir ein bisschen was ansammeln. Schau dir das hier mal an. Vielleicht ist da ein anderer Weg. Jetzt spricht die Irre nicht mal mehr galaktisch. Ach ja? Nee, ich glaube nicht, dass sie auch nur einen Schimmer hat, was sie tut. Okay, Gamora. Gehen wir hier rauf. Ich könnte einfach ein paar Felsen sprengen. Oh nein! Ich traue ihm zu, dass er uns dabei umbringt. Wie lautet dein Grund? Ich habe zu viele Zukünfte gesehen, in denen Struppi in dieser Höhle umkommt. Rocket, meinst du hast Glück? Ich krieg das hin. Rocket, bleib beiseite und versuch nicht zu sterben. Dieser dumme Plan ist. Problem gelöst. Du ignorierst nach wie vor das größere Problem, dass wir nicht wissen, was wir überhaupt suchen. Konzentrier dich nicht auf das Was. Konzentrier dich darauf, was er dir bedeutet. Ja. Denk an all die Male, wo Drax etwas für uns getan hat. Oh! Hab ich nicht kommen sehen. Das ist aber echt viel Aufwand für einen verflagten Kollegen. Drax ist schon oft für uns da gewesen.
wie auf Shagnaf, als uns das erste Mal dieser Tiger mit dem Krakengesicht angegriffen hat. Wer, Dickerchen? Und als uns beim zweiten Mal Dickerchen angegriffen hat. Mantis, sollten wir uns wegen dieses Nebels Sorgen machen? Das ist doch wieder noch. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Schild von Spartak. Star-Lords Entscheidung, sich dem Albtraumwesen direkt zu stellen, hat sein Selbstvertrauen gestärkt. Er kann sich jetzt kurzzeitig bei völliger Unverwundbarkeit über Staffel bewegen. Oh, das ist doch cool. Platz an, oder? Na, das war's, oder? Okay, yay. Ich nehm's zurück. Es wäre nützlich gewesen, den normalen Drax dabei zu haben. Wie stehen die Chancen, dass die Dinger hier leben? Vielleicht stammen sie gar nicht von Zegnarf. Okay, da geht's nicht runter. Sie ursprünglich von hier. Oder vielleicht ist Hellbender hier und verfolgt uns bis zum Ende der Galaxie, weil sie unseren Tod will. Hellbender will unseren Tod. Ist euch klar, was das bedeutet? Wir werden alle sterben. Ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Das bedeutet, dass wir ein Team sind. Wenn wir jemanden anpissen, dann pissen wir ihn gemeinsam an. Ich nehme an, das hört sich in deinem Kopf besser an. Wasser, Nebel und Monster. Was zum Flock ist bloß los mit diesem Ort? Es gab hier schon immer eine große Macht. Die Priester erzählen von jenen, die vor ihnen hier waren. Und den wundersamen Dingen, die sie konnten. An sowas kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Du warst bei deinem letzten Besuch nicht bereit zuzuhören. Ich bin Groot. Oh nein, Sir Groot. So etwas wie eine Kutter. Was zum Flark? Das sind zwei. Zwei was? Ja und? Voll geil. Haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Nicht eindeutig. Aber ich denke egal. Eher nicht. Wollen wir alle weg. Was meinst du, Quill? Neue beste Freunde? Ich hab doch gut, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Das ist der Lohn dafür, dass wir der Käferlady folgen. Sie hat einen Namen! Gamora, erledige sie! In dieser heiligen Höhle gibt's aber wirklich viele Lebewesen! Was immer erforderlich ist! Genau, fix. An diesen Teil erinnere ich mich. Ungenutzte Fähigkeitenpunkte. Momento. Okay. Passiert etwas Schlimmes. Etwas, das wir vermeiden müssen. Mantis? Hier drüben. Okay, ich mag das genauso gern wie ihr voran? Aber ich habe diese blöde Höhle hiermit offiziell satt. Ich bin... Wer? Die Käferlady? Die findet doch nicht mal aus einem Badezimmer raus. Was hat er da vor? Der fiese Grüne ist in einem Ozean aus Lügen verloren. Wir müssen ihn ans Ufer bringen. Und wir müssen gleichzeitig im Positiven verwurzelt bleiben. Wir sind sein Rettungsanker. Das Positive ist nicht gerade unsere Stärke. Du hast dich schon immer unterschätzt, Gamora. Nein, ja, danke. Je
Jeder von uns wird sich seinen Ängsten stellen müssen. Manche hier, manche nicht. Aber das Wichtigste ist, sich ihnen zu stellen. Naja, weglaufen ist aber manchmal auch nicht schlecht. Für dich stimmt das, Star-Typ. Aber nur, bis es nicht mehr stimmt. Das wirst du noch früh genug sehen. Du siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Okay. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die bereit sind, für einen Freund zu sterben. Naja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich auch, Star-Typ. Ich auch. Rüben! Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist, Peter? So, dringe tiefer in die Höhle hervor. Aber das sagen wir Star-Typ nicht. Er muss es selbst rausfinden. Ich kann dich hören. Umso besser. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Ah, hier kann auch der Kleine durch. Wozu? Damit was immer da drin lebt, mich fressen kann? Die Steingesichter. Was immer wir suchen, befindet sich jenseits oder unter oder hinter einem dieser Gesichter. Na, was meinst du, Rocket? Ich wette, du kannst für uns einen Weg zurückfinden. Okay, wie auch immer. Hier drin riecht's nach faulen Stacheleiern. Okay, ich mache die Ladung scharf. Trete zurück! Ich glaube nicht, dass das die ist, in der er uns umbringt. Hey, gut, komm zurück. Was, hier noch irgendwas, was wir hier... Lasst eure Gedanken nicht wandern. Was ist denn das da es hinten? Es ist unsicher. Konzentriert euch auf Drax. Ich bin Groot. Genau, um Cammy kümmern. Moment, wer ist Cammy? Lange Geschichte. Oh, es wäre so ein giftiges Gas hier. Aber es ist neblig. Ja, wir haben noch unsere schönen... Super-Eis-Dinger hier. Sind die Kristalle recht hübsch? Ja, ich habe schon bessere Formationen gesehen. Die sehen aus wie normale Silikate. Ich sehe. So, der ist so, der ist so. Warten wir noch mal ganz kurz hier. Und da oben. So, hey, gut. Groot, Kumpel, kannst du das anheben? Ich bin gut. Und drauf. So, nächsten Komponenten. So, 640, ein paar fehlen uns, glaube ich, immer noch. Da ist wieder dieses Gefühl. Das Fell in meinem Nacken stellt sich auf. Ich spüre es auch. Wie ein paar Augen, das mich beobachtet. Perfekt. Du kannst aufhören. Ich bin Groot. Nein, da ist nichts, was er über mich wissen muss. Halt dein Rindenloch. Warum kann ich denn da nicht hochklettern? Hallo? Ach, komm schon. So, nu? Ja, das war ja prima hier. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Ja, es ist wunderbar. So, erstmal runter. Dankeschön. Und gleich nochmal. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Warte. Ah, schön hoch. Ungefähr da. Ich bin Groot. Ja, dankeschön. Na, ah, das passt doch. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Komponenten. So, 760, 880. Upgrades verfügbar, das ist schon mal cool. Oh, jetzt geht es bestimmt hier gleich ab. Ah, mal runterhüpfen. Hast du was gefunden, Peter? Wenn es nichts, was Drax retten könnte. Gibt es irgendwo noch ein Gesicht, Mantis? Mantis? Hä? Oh ja, diese Höhle hat viele Gesichter. Verstehst du? Waren wir da nicht erst? Nein, ups. Okay. Also hier waren wir doch erst. Da waren wir doch erst.
Heb das Ding hoch, Groot. Ich bin Groot. Hierhin. Ich bin Groot. So, woanders können wir doch auch gar nicht lang. Ich sehe etwas, aber es ist neblig. Du kannst da anhalten. Danke. Ich bin Groot. Ja, die kann ich nicht zerballern. Was haben dir die Kotati noch über diesen Ort erzählt, Mantis? Haben sie auch den Teil erwähnt, dass es dumm ist, ihn zu betreten? So, weil dann sind wir hier oben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kann ich da hinten hin? Von da komme ich doch. Was habe ich denn schon wieder verpasst, Leute, hier? Ach, ich kann noch mal, oder? Okay. Ups. Ah, genau. Nee, geh zurück, komm. Da sind Komponenten. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. So, was haben wir denn da? Neues Outfit? Vielleicht mal nachschauen. Erstmal ein paar Komponenten. Und was haben wir hier? Wir haben Outfit Held von Halbwelt gefunden. Du kannst die Outfits der Wächter im Outfit-Bildschirm des Wächters Menüs ändern. Och, ziehen wir ihn noch einmal ganz kurz um. Wie sieht das aus? Hm. Ach, warum nicht? Mal was Neues. Ey, Leute. Ich hab mich hier voll verrannt. Ich sehe was, was du nicht siehst. So, wo ist denn hier noch was? Da vorne war was. Da ist gut durchgeklettert. Rocket, Entschuldigung. Siehst das du das, dieser Grüne? Dort müssen wir sein. Ist hier noch irgendwas, was ich... Es fühlte sich an, als wäre Drax wirklich bereit, mir eine Chance zu geben. Wenn auch ungern. Oh, ist ein Gamora überhaupt? Und mit vielen Beleidigungen. Aber nur, weil Quill ihn ständig dazu ermuntert hat. Trotzdem, sein Vertrauen zu erlangen... Nein, nicht euer Ernst. Wenig, das bedeutet mir etwas. Nicht euer Ernst. Und du warst besorgt wegen des Beitritts, oh, ne? Mann. Du weißt schon. Diese Sache. Wir müssen auf diese Kristalle, Groot. Ich bin Groot. Aber lass Quill zuerst gehen. Ich will nicht, dass du noch abstürzt. Komponenten. Das haben die aber. Also, ich habe das echt nicht gesehen. Das jetzt hinter diesen erinnere ich mich definitiv. Stalaktiten, was drin war hier. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh, kleiner Struppi. Deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Du bist vielleicht müssen wir akzeptieren, dass nicht alles erklärt werden kann. Die Galaxie ist ein merkwürdiger Ort. Da muss man mit dem Strom schwimmen. Sich in einer tödlichen Höhle zu verirren, ist deine Vorstellung von mit dem Strom schwimmen? Wir haben uns nicht verirrt, kleiner Struppi. Zumindest nicht in dieser Version. Wir holen zurück, was andere Versionen von uns bereits gefunden haben. Ist das nicht aufregend? Wenn ihr Ruka aufhalten wollt, endlich das Gesicht der tausend Lügen! Glaub ich, wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Komponenten. So viel Upgrades fehlen uns ja auch gar nicht mehr. Können wir jetzt hier runter? Schlitterpartie? Schlitter! Alle aufpassen! Danke. Kommt jetzt auch her, oder? Die Kotati haben die Gesichter in der Dunkelheit schon mal erwähnt, aber ich dachte, das wäre metaphorisch gemeint. Die Käferlady ist völlig durchgeknallt. Käferlady? Natürlich bin ich wütend. Ich bin nass. Kannst du uns hier so, genau, schnippst du das mal durch? Schlag drauf. Ich gehe rein. Nein, das darfst du nicht tun. Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du. Etwas Schlimmes wird passieren. Ja, was denn? Wie denn, wo denn? Oh, jetzt reicht's. Okay. Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden. Ja, aber... Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Quill. Die Käferlady hat gesagt, das Gesicht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, solltest du ja besser auf Mantis hören. Durch mit den Rätseln. Rocket, warte mal. Lass uns Mantis einfach anhören, okay? Ideal, Kick zum Nachdenken.
ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssten wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Das ist keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte, er soll aufhören. Struppi hat schlechte Laune. Wir werden wahrscheinlich sterben. Struppi? Hat sie oder hat sie nicht gesagt, dass dieses Ding uns im Weg ja, steht? Ja, aber... Kein Aber. Ich bin... Rocket, nicht! Och Mann, ey. Kannst du auch nicht hören, ne? Shit. Ich sag's ehrlich zum ersten Mal, aber... Na komm, steh auf. Was jetzt? Echt knapp? Kannst du wohl laut sagen. Das werde ich noch. Mantis? Oh, du bist von seinem Rücken, alles klar. Das war nicht gut. Ja. Oh, das ist die, in der ich scheitere. Wir wollen dir helfen! Das ist jetzt neue Superblaster. Cool. Keine Sorge. In der, wo ich scheitere. Dass du bestehen. So, was für Blaster haben wir jetzt gerade gekriegt? Bleib bei mir. Hey Leute! Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Was? Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gestreckt, Rocket. Nie wieder! Das wird Schrocki Ventilator. Statue? Bist du ein Spartoi? Warum wusste ich das nicht? Vielleicht bist du es nicht immer. Oder ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was, Quill? Er hat Rex gerettet, nachdem du uns fast umgebracht hast. Wie kann eine Knarre drücke er uns, um mit dem Windschuss einen Windschutz bestimmt in den Sitz zum Einschutz zu bringen. Okay. Meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Im nächsten großen Kampf wirst du mich noch immer wieder rutschen. Was zu sprengen. Anflehen. Seh nix. Im nächsten großen Kampf werde ich daran bestimmt denken. Schon wieder dieser seltsame nächste große Kampf, der kommt bestimmt gleich. So nah am Boden sein. Oh, kleiner Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, Moment. Wasser. Hast du Chitauri gesagt? Ja? Oder nicht? Das Wort klingt echt komisch. Ach. Windschuss. Drück, um den Windschuss auszurüsten. Der Windschuss kann Gegner in Nahkampfreichweite ziehen. Er ist sehr effektiv gegen schwer zu erreichende Gegner. Das ist unmöglich! Ich dachte, ich würde diese Flagge nie wiedersehen! Ich hatte es gehofft! Groot, Zeit zum Anwenden! Hättest du uns nicht warnen können, dass sich Chitauri in dieser Höhle versteckt? Immer so! Ich hab die Zeit. Stoßen wir nur auf schädliche kleine Augapfelkerlchen. Weißt du, was ich meine? Ich kenne die Augapfelkerlchen, ja! Ich verstehe nur nicht, warum die hier sind. Frag sie doch! Man sieht hier etwa in der schlimmsten Zeitlinie von allen. Hat hier jemand eine Kammerjägerin gerufen? Beschäftige sie! So viele Möglichkeiten! Bei unserem Glück sind Hellbenders Truppen auf der anderen Seite und warten nur darauf, uns anzugreifen. Ja, wo sind hier noch Gegner? Das Letzte, was wir jetzt brauchen. Geht doch weiter, geht nach vorne. Muss ich dich daran erinnern, dass du der Truppe vor uns jagt? Ich könnte den Typen nicht einmal die Vergangenheit ruhen lassen. Hey, wenigstens haben sie keine Armee dieser Galat-Dinger dabei. Das wär's noch. Mann, ich hab diese Dinger gehabt. Wusstest du das jetzt beschreien? Hey, habt ihr bemerkt, dass genau das Monster kommt, von dem ich geredet habe? Willst du dir das jetzt auch noch auf die Fahne schreiben? Ha, kann jemand das Wackeln abstellen? Der Block ist auf dem Kriegspfad! Sei vorsichtig! Der Block hat ein Messer! Gamora, zeig's ihn! Es stoppt! Ah!
müssen zum Kern verdrängen! Galak im Angriffsmodus! Hau sie weg, Rocket! Scharfer, spitzer Tod in deine Richtung! Wo sind die anderen Dinger? Da vorne. Ne, warte. Ach, da oben. Für mich geht das doppelt. Was hast du davon, dass du uns in diese Flakhöhle geschleppt hast? Spar dir deine gute Räder. Versprich mir, dass du unten bleibst, Soldat. Hoffentlich hat das Worldmind eine ordentliche Lebensversicherung. Nicht mit der Erde anlegen. So, das war's jetzt aber. Der Furcht. Frontal alles fokussieren. Okay, oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, oder? Ja, das haben wir. Aber diese Sache beschäftigt dich trotzdem immer noch. Welche Sache? Mir geht's gut. Noch runter. Legenden zufolge ist der gesamte Planet hohl. Na, okay. Super. Ein hohler Planet. Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns versöhnen wollen, Will. Oh, vielleicht kann ich helfen. Ich glaube, ich spreche ihre Sprache. Er ist ungeschützt. Zieh dein volles Programm durch, Rosa. Zerschnetzel sie! Wurde auch Zeit! Warum hasst uns eigentlich alles? Also mich und dir! Wissen Sie was, das wir nicht wissen? Schwester!
Okay. Wenn du das sagst, Mantis. Platt gemacht und dann ausgezählt. Na komm, Fähigkeitenpunkt. Ja! Yeah. Das liegt ja ungefähr so gut wie erwartet. So, erstmal kurz gucken hier. Fähigkeiten. Na, stopp. So, das haben wir automatisch freigeschaltet. Das können wir nicht freischalten. Oh, Taumelwelle. Oder Stampfen und Hämmern ist eigentlich ganz cool, ne? Obwohl der ist momentan nicht dabei. So, Gute, ein großes Einzelziehen in Position versorgt mittleres Taumeln. So, und die hatte doch irgendwas auch mit Taumelwelle. Gamora trifft einen Einzelgegner und verursacht mittleren Schaden, gefolgt von einer Energiewelle, die bei allen Gegnern hinter dem ursprünglichen Ziel mittleres Taumeln verursacht. Okay, nehmen wir doch mal. Da fehlt uns quasi nur noch die dritte Fähigkeit einmal von Groot und von Drax. Gut, müssen wir ein paar Kämpfe machen. Spreche ich sie nur jetzt noch nicht? Ich glaube, ich habe das Wort für töten aufgeschnappt. Oder zumindest den Grundsatz. Was ist das hier hinten? Der Nebel scheint diese Riesendinger oder was auch immer die sind nicht zu kümmern. Da leuchtet doch was. Ah, sieh an. Na, mal kurz gucken hier. Ah, was haben wir da Schönes? Haben wir ein schönes Sammelobjektchen? Ups. Moment. Wenn es Sonnenlicht gibt, sind dann Löcher in der Oberfläche, die uns hier runterreißen. Was ist das? All die Idioten, die uns angreifen, sind reingefallen und sitzen nun fest. So, dann haben wir da auch die Mühle ausgeschaltet. So, wenn wir jetzt nicht belohnt werden, die Freunde, ne? Gibt's hier gar nichts? Ach doch, da ist was. Was ist denn das hier? Ganz, ganz kleines hier. Den könnte Gamora vielleicht gebrauchen. Oh, ein Geschenkchen für Gamora. Gerne. So, neues Wächter-Sammelobjekt gefunden. Du hast den Meditationsstein gefunden. Gamora hat dazu auf der Milano vielleicht etwas Interessantes zu sagen. Wie kann ein ganzer Planet hohl sein? Braucht er nicht einen Kern oder sowas? Wegen der Gravitation oder der Atmosphäre? Möchtest du sonst noch irgendeinen Fachbegriff loswerden, Gamora? Also bei DC gibt's ja, ich finde der Green Lantern ziemlich geil, da gibt's ja einen ganzen Planeten, der quasi aus einem Lebewesen entsteht. Basiskomponenten, Upgrades dafür gerade. Ich weiß, aber wir haben hier leider keine Werkbank. Da liegt auch noch was. Ich weiß, kleiner Struppi, und es ist der einzige wieder. Weg nach vorn. So, Pieps Poenten, Trollman. Ich wünschte, der Große würde aufhören zu schmollen und diesen Orbit mir erkunden. So viele Ecken und Winkel wie die Frühstücksbrötchen, die wir früher hatten. Wir könnten wenigstens ein paar der besten Idioten bekämpfen. Er muss dieses goldene Blut wieder ins Wein bringen, sich die Beine vertreten, der Welt wieder zeigen, was Sache ist. Er ist seit diesen Vorfällen nicht mehr derselbe, nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich kann es ihm nicht verdenken, heftig sowas durchzumachen. Das Schlimmste hier ist das verdammte allgegenwärtige Feuchtigkeit. Okay. Was ist los? Er sieht, was vor uns liegt. Und ich sehe, was hinter uns liegt. Na, dann gehen wir mal hier einfach mal durch. Nein, niemals. Auf keinen verflagten Fall. So.